Hi liebe YouTuber, willkommen zu meinem neuen Video. Und zwar geht es heute ganz um das Vitamin K2, das vergessene Vitamin. Denn die wenigsten Menschen wissen, wie wichtig Vitamin K für ihren Körper ist. Vitamin K kontrolliert nicht nur die Blutgerinnung, es aktiviert auch die Knochenbildung und schützt sogar vor Krebs. Vitamin K hindert das Kalzium im Blut daran, sich als tödliches Plaque in den Arterien festzusetzen und hält so unsere Gefäße sauber. Eine ausreichende Aufnahme mit der richtigen Nahrung kann einen Vitamin-K-Mangel einfach und natürlich vorbeugen. Schützen auch Sie Ihre Gesundheit mit Vitamin K, das kann ich nur jedem empfehlen. Vitamin K gehört wie auch Vitamin A, T und E zu den fettlöslichen Vitaminen. Um deren Aufnahme über die Nahrung zu steigern, ist der gleichzeitige Verzehr von gesunden Fetten oder Ölen deshalb sehr förderlich. Es gibt zwei natürlich vorkommende Formen vom Vitamin K. Das ist das Vitamin K1 und das Vitamin K2. Vitamin K2 scheint jedoch von beiden die aktivere Form zu sein. Deswegen geht es heute mal nur um das Vitamin K2. Ja, Vitamin K2 wird hingegen von Mikroorganismen nämlich gebildet und unter anderem auch von den Bakterien unserer eigenen Darmflora und kann direkt über die Darmzellen aufgenommen werden. Nicht nur deshalb ist ein gesunder Darm eine grundlegende Voraussetzung für die Versorgung mit allen Nährstoffen und Spurenelementen, die unser Körper zum Leben braucht. Auch rohes Sauerkraut, Butter, Eidotter, Leber, manche Käsesorten und das fermentierte Sojaprodukt Natto sind die Vitamin K2 Quellen. Doch was genau bewirkt Vitamin K nun in unserem Körper? Unser Organismus benötigt einen Teil von Vitamin K, damit die Blutgerinnung funktionieren kann. Ein Mangel an Vitamin K hemmt demnach die Gerinnungsfähigkeit des Blutes, was erhöhte Blutungen zur Folge haben kann. Um dies zu vermeiden, sollte der Körper stets mit genügend Vitamin K versorgt werden. Hierbei ist es interessant zu wissen, dass im Umkehrschluss hohe Dosierungen von Vitamin K2 nicht zu einer verstärkten Blutgerinnung oder erhöhten Thrombosegefahr führen. Unser Körper ist nämlich in der Lage, das vorhandene Vitamin K optimal zu nutzen, sodass die Blutgerinnung im Gleichgewicht bleibt. Vitamin K ist nicht nur für die Blutgerinnung, sondern auch für die Prävention und die Rückbildung von Arterienverkalkungen von großer Bedeutung. Doch wie kommt es überhaupt zu solchen lebensbedrohlichen Plaque-Ablagerungen in unseren Blutgefäßen? Als eine Folge schlechter Ernährung und des ansteigenden Blutdrucks entstehen mikroskopisch kleine Risse an den Innenwänden unserer Arterien. Unser Körper versucht natürlich diesen Schaden zu beheben. Doch wenn dem Körper dazu die nötigen Vitalstoffe, also sprich Vitamin C oder Vitamin E fehlen, sucht er nach einer Notlösung, um die Risse wenigstens zu stopfen. Aus der Not heraus verwendet der Körper eine bestimmte Form von Cholesterin, das LDL-Cholesterin, welches Kalzium und andere Stoffe aus dem Blut anzieht und damit die Risse der Gefäße stopft. Diese Kalkablagerungen werden auch als Plaque bezeichnet. Wenn sie sich lösen, können sie zu einem tödlichen Herzinfarkt oder auch Schlaganfall führen. Normalerweise ist Kalzium ein wichtiger Mineralstoff, welcher bei zahlreichen Prozessen wie der Bildung von Knochen und Zähnen in unserem Körper Verwendung findet. Doch wenn unser Körper nicht in der Lage ist, das Kalzium für diese Prozesse aus dem Blut abzuziehen, bleibt es im Blut zurück und wird von den Gefäßwänden aufgenommen. Die Arterienwände verkalken im wahrsten Sinne des Wortes. Genauso wird vermutet, dass es nun zu einer Ablagerung des Kalkes in Form von Nierensteinen kommen kann. An dieser Stelle kommt Vitamin K zum Einsatz. Es entfernt nämlich überschüssiges Kalzium aus dem Blut, sodass es für die Knochen- und Zahnbildung eingesetzt werden kann und sich weder in den Blutgefäßen noch in den Nieren ablagert. Ein ausreichend hoher Vitamin K-Spiegel senkt somit das Risiko für Arteriosklerose und damit natürlich auch für Herzinfarkte und Schlaganfälle, sowie vermutlich auch das Risiko für eben wie ich schon vorhin angenannt habe, die Nierensteine. Ja, mehrere wissenschaftliche Untersuchungen belegen die plaque-reduzierende Eigenschaft von Vitamin K. So wurde im Fachblatt Atherosklerosis eine Studie mit 564 Teilnehmern veröffentlicht, die zeigen konnten,
dass eine Vitamin K-reiche Ernährung die Bildung tödlicher Plaque deutlich verringert. Auch die Rotterdam-Herzstudie zeigte während einer Beobachtungszeit von etwa 10 Jahren, dass Menschen, die sich von Lebensmitteln mit einem hohen Anteil an natürlichem Vitamin K2 ernährten, eindeutig weniger Kalziumablagerungen in den Arterien aufwiesen als die anderen. So belegte die Studie, dass natürliche Vitamin K2 das Risiko an Arteriosklerose zu erkranken oder an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben um 50% reduzieren kann. In einer anderen Studie konnte sogar gezeigt werden, dass Vitamin K2 in der Lage ist, eine bereits vorhandene Verkalkung wieder umzukehren. In dieser Studie wurden Ratten Warfarin verabreicht, um eine Verkalkung der Arterien herbeizuführen. Warfarin ist eine Vitamin K-Antagonist, hat also eine dem Vitamin K gegensätzliche Wirkung. Es hemmt die Blutgerinnung und befindet sich besonders in den USA in den sogenannten Okulantien. Diese Medikamente werden im Volksmund auch als Blutverdünner bezeichnet. Zu ihren bekannten Nebenwirkungen gehören sowohl die Arteriosklerose als auch die Osteoporose. Einfach deshalb, weil Adikokulantien das Vitamin K daran hindern, den Kalziumspiegel zu regulieren. In besagter Studie nun erhielt ein Teil der inzwischen mit der Arteriosklerose geschlagenen Ratten Vitamin K2 haltiges Futter, während der andere Teil weiterhin mit normaler Nahrung gefüttert wurde. Vitamin 2 K, K2 führte bei diesem Versuch zu einer 50%igen Reduktion der Arterienverkalkung im Vergleich zur Kontrollgruppe. Die Wirkung von Vitamin K2 bei der Prävention von Herzerkrankungen hängt eng mit dem Vitamin D zusammen. Beide Nährstoffe arbeiten nämlich Hand in Hand, um die Produktion eines Proteins, also das Matrix-GLA-Protein, zu steigern, welches die Blutgefäße vor Verkalkung schützt. Daher ist es wichtig, beide Vitamine, und das spreche ich nochmal explizit an, beide Vitamine durch die Nahrung, durch Sonnenlicht oder durch Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu nehmen und so auf natürliche Weise das Herzerkrankungsrisiko zu senken. Auch die Knochen brauchen neben Kalzium und Vitamin D Vitamin K, um gesund und stark zu bleiben. Vitamin K stellt den Knochen und Zähnen nicht nur das benötigte Kalzium aus dem Blut zur Verfügung, sondern aktiviert auch ein Protein, das am Knochenaufbau beteiligt ist. Erst unter der Wirkung von Vitamin K kann dieses Protein namens Osteocalcin-Kalzium überhaupt binden und in den Knochen einbauen. Ich habe eben extra dieses Video über das Vitamin K2 gemacht, weil ich schon eines gemacht hatte über das Vitamin D3. Und da diese beiden Vitamine eben in Wechselwirkung miteinander stehen und eben sehr wichtig sind für unseren Körper. Ich persönlich benutze auch ein Präparat, wo Vitamin K2 plus D3 enthält. Und das ist natürlich auch online erhältlich. Ja, das war es jetzt erst einmal soweit zum Vitamin K2. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr könnt ja gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr.